Die Frage ist, warum ist es nicht erlaubt im Gebet, ja, dass eine Frau, ein schwarzer Hund und ein Esel durchgehen. Erstmals ist es für keinen erlaubt, da durchzugehen. Aber man sagt, wenn die Frau da durchgeht, wird das Gebet gebrochen. Jetzt sagt man ja, wird jetzt die Frau mit dem Hund verglichen. Wir sagen erstmal, wenn wir ein Urteil in der Religion geben, müssen wir alle religiösen Texte zusammennehmen und wir wissen, dass die Frau kein Esel und kein Hund ist. Wenn wir die ganzen, und das hier ist ein zweideutiger Beweis. Allah sagt im Koran, der sagt nicht hier, die Frau ist ein Hund oder ein Esel, er sagt nur, wenn die Frau durch das Gebet geht, wird das Gebet gebrochen, der muss nochmal neu anfangen zu beten. Woran kann das liegen? Eventuell, weil der Mann durch die Frau besonders abgelenkt wird beim Gebet. Zum Beispiel, es ist eine Regel, aber er sagt nicht, die Frau ist ein Hund, die Frau ist ein Esel, weil das ist das, worauf man hinaus will. Die Frau ist weder ein Hund noch ein Esel, die Frau ist ein Mensch. Und der Beweis dafür ist auch, dass der Prophet gebetet hat und hat Aisha sogar während dem Gebet berührt. Und nirgendwo wird irgendwie etwas in dieser Richtung erzählt, sondern die Frau ist ein vollwertiger Mensch, laut allen islamischen Gelehrten. Und hier steht das nirgendwo. Und hier möchte ich eine Sache sagen. Wir haben im Koran mehrdeutige Verse und eindeutige Verse. Wenn der eindeutige Beweis sagt, innama nisa'u shakaiku rijal, die Frauen sind wahrlich die vollkommenen Geschwister der Männer. Das ist eine eindeutige Sache. Und hier diese Sache sagt nur, dass derselbe Hukm, dasselbe Urteil für dein Gebet, dasselbe Urteil für dein Gebet gilt, wenn eine Frau durch das Gebet geht. Noch dazu muss man sagen, dass es viele islamische Gelehrte gibt, die diesen Hadith so nicht akzeptiert haben. Obwohl er auch bei Bukhari steht. Das wollte ich nur dazu noch gesagt haben.